Aufnahme mit den Mozart-Hornkonzerten ist für mich schon ein lange währender Traum, aber auch ein kleines Experiment. Mit meinem langjährigen Freund und Mentor Professor Michael Hölzel hatte ich viel an diesen Mozart-Konzerten gearbeitet und er war immer der Meinung, dass auch das zweite Hornkonzert, Köchelverzeichnis 417, eine Kadenz haben müsste. Das Autograph Mozarts endet bei Takt 183 im ersten Satz und ein Schüler hat ihn in der simpelsten Weise vervollständigt, nämlich einfach den Schluss 8 Takte dazu komponiert. Und wir haben uns jetzt erlaubt, einen Takt umzuschreiben und somit eine solistische Kadenz einzufügen, die mir Michael Hölzel kurz vor seinem Tod noch schreiben konnte. Und insofern ist diese CD auch eine ganz persönliche Widmung von mir an ihn.